Wer hat mehr Power, Black or White? Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Heute gibt es einen Face-Off zwischen dem Original-Apple-Ladegerät, das man hier beim MacBook, MacBook Air, MacBook Pro mitgeliefert bekommt und ja einem Konkurrenzprodukt von dem Hause Choitec. Und das ist natürlich sehr viel günstiger als hier das Original-Apple-Ladeteil. Aber was hier jetzt besser abgeschnitten hat, dazu kommen wir gleich noch. Erstmal kurz hier zu den technischen Daten. Das ist das Choitec-Ladeteil und zwar ein USB-C-Charger. Ihr seht, wir haben hier einen USB-C-Anschluss dran und ja, mehr gibt es nicht. Das war's. Und der liefert einen Output von 60 Watt. Also damit kann man richtig was bewegen und das auf doch einer sehr kompakten Größe. Schaut es euch an. Das Teil ist wirklich nicht besonders groß, auch nicht besonders dick und man kann es sogar als Reiseladegerät mitnehmen, denn unser normaler europäischer Stecker, der ist hier nur ein Adapter und unten drunter haben wir dann die US-amerikanische Version. Also wer in Amerika unterwegs ist, kann hier direkt auch mit dem Ladeteil seine Geräte befeuern. Wer es nicht mehr braucht oder wer es gar nicht braucht, einfach hier einklappen und dann unser europäisches Steckermodul drüber stecken. Fertig ist er. Ja, und mehr gibt es da schon gar nicht zu sagen. Natürlich über Spannungsschutz, Überhitzungsschutz und die ganzen Geschichten, die sind hier mit dabei. Ihr könnt noch mal lesen, den Output, den wir hier geliefert bekommen. Und das Ding kann man natürlich nicht nur benutzen, um hier so ein MacBook aufzuladen. Nee, damit kann man natürlich auch sein Smartphone aufladen, wenn das Quick Charge fähig ist. Hier wird nämlich Quick Charge 3.0 unterstützt. Also damit könnt ihr auch eure Android-Geräte mit richtig viel Power vollpumpen. So, also das sind schon mal die technischen Daten, die hier dahinter stecken. Und dann dachte ich mir natürlich, was habe ich denn hier Vergleichbares? Und bin dann hier auf mein Apple-Ladegerät gekommen. Das hat nämlich ganz ähnliche Werte, auch hier USB, wo ist er? Da ist er, USB-C, hier von meinem MacBook Pro, USB-C-Ausgang und einen Maximal-Output von, so, da könnt ihr es sehen, 61 Watt, also minimal mehr als hier, also 1 Watt mehr. Aber ihr seht schon, die Größe, das ist schon ein deutlicher Unterschied. Also das Choitec-Teilchen, das ist ein gutes Stückchen kleiner als das Apple-Ladegerät. Also da auf jeden Fall schon mal ein Vorteil hier bei Choitec. Dafür ist es aber auch ein kleines bisschen dicker. Das muss man hier fairerweise noch erwähnen. Jetzt wollte ich natürlich wissen, welches Ladegerät ja liefert denn jetzt hier am meisten Power ab? Und dann habe ich erstmal mein MacBook bis auf 20% runtergerockt und habe es aufgeladen, einmal hier mit dem Originalnetzteil und dem Original-Ladekabel und bin da auf eine Zeit gekommen von 101 Minute von 20 bis auf 100%. So, und das nehmen wir einfach mal als Benchmark. Anschließend habe ich mein MacBook wieder mühsam leergerockt bis auf 20% und habe es dann aufgeladen, einmal hier mit dem Choitec-Netzteil und ich dachte, ich mache die Sache noch richtig komplett, auch mit einem USB-C-Kabel von Choitec. Das ist das hier. Gibt es in einem schönen Zweierpack. So sieht das Ganze dann aus. Zwei Stück kosten 13,99 €. Echt günstig. Und ja, wie gesagt, zweimal USB-C. Hier schön mit Nylon ummantelt. Macht einen guten Eindruck. Hier vorne Metall, Nylon, robust. Und das habe ich halt eben mal hier angeschlossen und dachte, hier machen wir mal die volle Choitec Experience sozusagen. Angeschlossen, geladen. Und dann habe ich gebraucht für eine Ladung von 20 bis auf 100% 105 Minuten, also 4 Minuten länger als mit dem Original Apple Ladegerät. Das ist echt, würde ich mal sagen, ein sehr marginaler Unterschied. Im Prinzip kann man sagen, ja, die sind so ziemlich gleich auf. Ist ja klar, 60 Watt, 61 Watt und hier 4 Minuten schneller als das Teilchen hier. Dafür ist das hier kleiner und vor allem natürlich sehr viel günstiger. Kauft mal so ein Original-Apple-Ladegerät. Heieiei. Und das hier bekommt man für, haltet euch fest, 28,99 € und dann noch zwei Ladekabel dabei hier im Doppelpack für 13,99 €. Das ist ein echt guter Preis und ich habe hier keinen Nachteil gefunden, außer natürlich, es fühlt sich nicht so hochwertig an. Das Original Apple Teil ist schwerer, es fühlt sich auch irgendwie substanzieller an, sage ich mal. Das hier so ein bisschen günstiger vom Kunststoff her, aber ey, das ist doch echt sowas von egal. Das Teil ist nicht übermäßig heiß geworden. Ich habe keine Fiep, keine Piep oder sonstigen Störgeräusche beim Laden gehabt. Das ist ja auch ganz übel bei solchen Ladegeräten. Das macht einen auf Dauer echt kirre, wenn sowas ist. Das hatte das Ding hier nicht. Von daher kann ich sagen,
ist eine echte Empfehlung. Also hier, ein Kampfpreis fast schon, 28,99. Ich habe mal eben ein bisschen im Apple Store gestöbert, was hier so Teile kosten. Und dort kostet das Original-Apple-Ladegerät mit den 61 Watt 75 Euro. Also natürlich Apple preislich immer ziemlich weit oben. Gerade bei Zubehörteilen blutet man da so richtig. Und wer hier noch ein zweites Ladegerät braucht, zum Beispiel hier für sein MacBook oder eben für andere Geräte, die natürlich über ein USB-C-Kabel verfügen, zumindest mal der Stecker, der hier reinkommt. Und damit auch die 60 Watt dann ankommen, braucht ihr auf der anderen Seite ein USB-Steckerchen. Dann kann man hier getrost zugreifen. Also Freunde, mein Test hat das Ladegerät hier echt bestanden. Ich finde es gut, habe hier keine Nachteile finden können und den Vergleich mit dem Apple-Produkt muss das Teil nicht scheuen. So, jetzt habe ich aber genug gesagt. Wie immer findet ihr den Link hier unten in meiner Videobeschreibung. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ladekabel und Ladegerät habe ich euch dort mal verlinkt zu Amazon. Und ja, ich sage dann vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, euer Mi Apple Cat. Macht's gut!